Hallöchen, Popöchen, ein herzliches Hallo von mir an euch. Schön, dass ihr auch zur dritten Folge der Monster Harvest Demo eingeschaltet habt. Wir schauen mal, vielleicht bekommen wir ja in dieser Folge unsere ersten Babys, unsere ersten Pflanztiere. Schön wäre es ja, ne? Also, wir gucken mal, was heute passiert. Hilf mir, Kupfi. ja, gern geschehen. Puh, das war knapp. Die Schleime sind früher noch nie aus dem Dungeon gekommen. Irgendwas muss sie verärgert haben. Normalerweise sind sie ziemlich friedlich. Triff mich heute Abend nördlich der Stadt beim Dungeon. Wir müssen das untersuchen. Du solltest besser ein Pflanztier bei dir haben, das dich beschützt. Hier, du kannst dieses Mutanko nehmen. Ich habe es erschaffen, indem ich eine Mutatoffel mit Rotschleim behandelt habe. Na toll. Genau das haben wir auch gemacht. Verschiedene Arten von Schleim verwandeln deine Feldfrüchte auf verschiedene Weise. Aber Rotschleim erschafft immer ein Pflanztier. Wisst ihr noch, was letztens gesagt wurde? Wir dürfen immer nur ein Tier pro, ich sag mal, Rasse in einem Gehege halten. Ich habe jetzt aber gleich dann zwei von diesen Mutankos, wie die jetzt hießen. Was machen wir denn dann jetzt? Nimm dieses Schwert, um Schleime zu besiegen, auf die du triffst. Damit solltest du sicher sein. Ich muss schnell zum Labor, aber wir treffen uns heute Abend am Eingang des Dungeons. Hallo, Mutanko! Komm her, Schleim! Mach dich kaputt! Wow, ein Schlag. Na gut. Ich muss doch hier noch gießen. Jetzt habe ich so eine Kartoffel hinter mir laufen. Achso, alle. Na toll. Hätte ich das doch mal aufs Radieschen gemacht, dann hätten wir das jetzt nicht doppelt. Also ihr wisst, wenn ihr das Spiel spielt, achtet darauf, wo ihr euren Rotschleim platziert. Weil ihr kriegt eine Kartoffel von eurem Onkel. So. Ah, ich mach die Blume, mach ich mal hier rein. Abends am Dungeon. Dann können wir bis dahin ja noch ein bisschen Arbeit hier verrichten. Oder wir legen uns hin bis zum Abend. Ich wüsste gern. Ich würde schon gern mal einen Dungeon sehen jetzt. Auch wenn wir nicht viel Stuff tragen können, wahrscheinlich. Kann ich. Ich will die Truhe nicht zerstören. Okay, ich kann auch die Sachen hier oben reinmachen. Weil ich glaube nicht, dass ich eine Gießkanne und eine Hacke im Dungeon brauche. Dann lassen wir die erstmal hier. Und gehen in den Dungeon. Das ist aber eine gruselige Musik. Hallo Spike. Wir können bestimmt auch bald angeln. Thank you.
Hast du das gesehen? Das war Wrigley, der Manager der Slimeco-Pumpwerke. Sie haben hier ein paar Tage, bevor du gekommen bist, ihren Betrieb aufgebaut. Sie haben Schleim in die Stadt gepumpt, um einige der Gebäude mit Strom zu versorgen. Ich habe gehört, dass sie von meinen Entdeckungen profitieren wollen, aber ich denke, dass es gefährlich sein könnte, Schleim aus dem Dungeon zu entfernen. Ich frage mich, was sie in dem Dungeon vorhaben. Mir ist aufgefallen, dass jetzt überall wilde Schleime sind. So etwas ist noch nie passiert. Was immer Slimeco da drin getan hat, hat bestimmt etwas damit zu tun, denke ich. Kannst du in den Dungeon gehen und herausfinden, was sie vorhaben? Meine Forschung hat ergeben, dass der Dungeon tagsüber viel zu gefährlich ist. Du solltest ihn nur nachts untersuchen. Du solltest immer Pflanztiere dabei haben. Sie können dich beschützen. Der Dungeon ist voll von Pflanztieren und anderen merkwürdigen Kreaturen. Wenn du etwas findest, berichte mir bitte davon. Wir müssen sicherstellen, dass Slimeco nichts Schlimmes im Schilde führt. Ja. Hallo, kann ich... Kelchbecherling. Dekorativ verkaufen. Aber die können wir bestimmt irgendwann reparieren. Dann können wir hier rüber. Eine Mondmelone. Keep out. Geh gleich da rein. Niemand da. Was ist das für ein Zeug? Ich weiß, dass sich alle für Pflanztiere interessieren, aber irgendwas stimmt mit Slimeco nicht. Na gut, das sind halt roter, grüner, blauer Schleim. Und Pipelines. Das hat uns jetzt nicht so viel Information gebracht. Aber ich gehe jetzt zu meinem Onkel. Wusstest du das schon, Onkel? Seien Sie vorsichtig da, Kupfi. Also manchmal ist die Übersetzung ein bisschen seltsam. Sollten Sie vielleicht bis zum Release... Ich erinnere nochmal dran, ich spiele die Demo. Was? Arena? Ich spiele die Demo am... es ist Mitte August, also... Eventuell ist es bis zur Vollversion auch... gefixt. Ah! Oh mein Gott! Du hast zuerst angegriffen. Es tut mir leid. Was muss ich tun? Slam! Nein! Okay, wir schaffen das. Wir sind Level 1. So kann ich das nicht. Weil ich dich nicht trainiert habe, du Kartoffel. Okay. Jetzt haben wir's. Minus ein Lebenspunkt. Was ist das, was wir jetzt bekommen haben? Das ist ein Kristall. Du hast einen roten Kristall entdeckt. Geheimnisvolle Kristalle wie dieser können zur Herstellung von Schleim und sogar Superschleim verwendet werden. Hm? Was? Gold! Das habe ich nicht gelesen. Wie Gold sah das aber eher nicht aus. Okay, wir... Hier ist noch was. Eisen! Kann nur in Dungeons gefunden werden. Haben wir jetzt hier was übersehen? Ja. Es ist irgendwie nicht so ein... Ach, da ist noch mehr Eisen. Es ist nicht so einfach zu sehen, tatsächlich. Aber gut. Irgendwann wird man ja wissen, wonach man schaut. Dann geht's wahrscheinlich wieder. Und ich glaube, hier drüben den Dungeon schaffen wir... Kennt ihr diese Gummitier-Augen? Los! Oh, kann ich eigentlich meine Kartoffel irgendwie heilen?
toll. Ein Lebenspunkt hat das noch. Ja, Level 2. GG, Mutanko. Ich brauche mal eine Spitzhacke. Schaffen wir noch ein Level? Weiß nicht, was passiert, wenn wir sterben. Boah. Ist das ein Elektro-Slime? Ist immer noch gesperrt. Achso, Level 3, oder was stand da? Level 3, Level 8. Ah. GG-Kartoffel! Toll. Wir können sowieso bald kein Zeug mehr schleppen. Deswegen, ich nehme jetzt hier die Kristalle noch mit. Die Frage ist hier oben rechts, die Karte. Ist die beim nächsten Mal noch aufgedeckt? Oder fangen wir dann wieder von vorne an? Und ist das Dungeon jedes Mal anders, wie in anderen Spielen? Ich glaube, ich habe hier... Ach doch. Ich würde sagen, ich habe nichts an Erzen übersehen. Und die Gegner spawnen auch nicht nach, wie es aussieht. Vielleicht, wenn wir länger nicht da waren in dem Raum, aber aktuell ist hier nichts nachgespawnt. Leider, Kupfi, können sie nur einlassen, einmal pro Tag. Ja? Wir können nur einmal am Tag Badewasser einlassen. Sie. Also, ja gut. Die Übersetzung. Aber es ist ja eher witzig, als dass es stört. Achte nur sehr drauf. Ich bin da ein bisschen monkig. So, dann gehen wir jetzt mal nach Hause. Obwohl, wo ist die Tafel? Hier. Wir können mal gucken. Was ist das denn? Stinkzwiebel? Glühpilz? Yam-Yam. Stinkzwiebel, Glühpilz, Yam... Oh, du hast ein Geschenk. Nein! Was habe ich dem jetzt geschenkt? Ich habe dem die Zwiebel geschenkt. Ich bin so dumm. Ich dachte, der hat ein Geschenk für mich. Cool. Naja, es ist nur die Demo. Yam Yam. Stinkzwiebel, okay, also Glühpilz, Yam Yam. Und eigentlich die Stinkzwiebel. Können wir verkaufen. Okay. Ja, komm, wir verkaufen die Blume einfach auch jetzt. So. Verkauf den auch. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob es den... Ach, egal. Das ist die Demo. Es passiert nichts Schlimmes. So, wir packen aber das und das schon mal wieder ein. Das brauchen wir morgen zum Gießen. Jetzt gehen wir schlafen. 140 Geld. Ist okay. Oh. Ich glaube, lange brauchen die hier nicht mehr.
was machen wir denn da jetzt heute? Ich kann ja... Oh, hier sehe ich meine Pokémon. Pflanztiere, Entschuldigung. Was ist das? Achso, das zeigt es mir nicht an, weil ich das ja nicht selber gezüchtet habe, ne? Das, weil ich das jetzt von meinem Onkel bekommen habe. Wir hätten mal aufpassen müssen, ob sich die Lebensenergie von unseren Pflanztieren, wenn wir schlafen, auch regeneriert. So, haben wir jetzt noch irgendwelche anderen Pflanzen zum Sammeln? Ansonsten gehe ich mal zu meinem Onkel. Stimmt, wir könnten mal zu unserem Onkel gehen. Vielleicht will der ja was wissen, was wir entdeckt haben. Wir gucken hier noch mal dran. Ich glaube, den Pilz habe ich umsonst verkauft. Den Pilz brauchten wir hier gar nicht. Naja. Oh, wie süß! Wie süß bist du denn? Dort. Wusstest du, dass man mit Rotschleim aus Feldfrüchten Pflanztiere machen kann? Ich halte sie als Haustiere, aber man kann sie auch für den Kampf trainieren. Ist das nicht großartig? Hallo Kupfi, ich habe es geschafft, mit Schleim einen weiteren Durchbruch zu erzielen. Das ist meine neue Hybridmaschine. Ich habe festgestellt, dass ich durch das Mischen von zwei Feldfrüchten mit einer speziellen Schleimkombination Hybriden erzeugen kann. Dies sind Kombinationen aus zwei verschiedenen Feldfrüchten, von denen ich denke, dass sie wertvoller sind als normale Feldfrüchte. Es scheint, dass du, sobald du ein Hybrid geschaffen hast, die Pflanze nicht weiter schleimen kannst. Ich bastel immer noch an der Maschine, aber du kannst jederzeit vorbeikommen und sie ausprobieren. Sag Bescheid, wenn du etwas Interessantes entdeckst. Es gibt auf der... Obwohl, nee, das mit dem Herz macht keinen Sinn. Wenn ich bei meinem Onkel ein Herz habe, den möchte ich nicht heiraten. Falls ihr euch erinnert, was ich vor 1-2 Folgen erzählt habe. Es gibt auf der Welt so viele kuriose und fantastische Dinge zu entdecken und zu erfinden. Pflanztiere sind wirklich sehr interessant. Ich frage mich, wie viele verschiedene Arten es gibt. So. Nun. Dann machen wir ein bisschen Feldarbeit und gehen abends wieder in den Dungeon. Oder? Und dann gucken wir mal, ob es den Dungeon jedes Mal zurücksetzt. Obwohl, ich weiß nicht. Ich lasse das mal so, damit ich genug Energie im Dungeon habe. Weil hier unten weiß ich sowieso gerade nicht, was ich großartig abbauen soll. Weil ich habe jetzt nicht vor, noch viel zu bauen. Wir packen aber das hier noch weg. Weil rein theoretisch. Was davon konnte man essen? Das konnte man essen, oder? Eigentlich gab es da Ausdauer zurück. Ich habe noch nichts gegessen in dem Spiel. Okay. Auf in den Dungeon. Hoch in den Norden. Ich wüsste gerne mal, wie das Angeln funktioniert in dem Spiel. Ich erinnere mich an Spiele, wo das Angeln eine Herausforderung darstellt. Ich hoffe,
das Angeln in diesem Spiel funktioniert ein bisschen anders. Meine. Wo ist mein Sono wieder hin? In dem Alter treibt er sich ständig irgendwo rum. Sorry, dort. Haben wir hier auch noch was zum Essen? Nee. Okay. Auf geht's. Ah, guck mal. Dungeon ist anders. Wir haben jetzt hier oben. Oh, bist du schön. Außerdem siehst du aus wie ein Pokémon. Level 3. Wieso heilt er sich? Wenn wir Level 3 sind, wenn unser Mutanko Level 3 ist, dann haben wir eine weitere Attacke zur Wahl. Okay, man kann das alles ein bisschen beschleunigen, indem man immer linke Maustaste spammt. Du hast Level 3 erreicht, ein Holzpart. Okay. Ich dachte, ich kann mal was aus meinen Metallerzen machen, die ich hier so farme. Hier ist gar kein Pokémon. Okay. Gibt's hier eigentlich eine Option, dass man wieder schnell aus dem Dungeon rauskommt? Oder muss ich immer mir den Weg zurückmerken? Grünschleim. Wir können Grünschleim eigentlich jetzt auf unsere Pflanzen machen, aber nützt uns das noch was? Ich habe einen Grünkristall entdeckt. Hier. Ah, hier ist Gold. Hier ist noch zweimal Eisen auf der Seite. Okay, das hat ja gar keinen Schaden gemacht. Das neutralisieren. Ich habe den Kampf mal etwas beschleunigt jetzt. Nee, das ist der. Den Pilz, den hatten wir schon. Ich hätte gern die Zwiebel nochmal gehabt. Wir müssen schon wieder gehen gleich, weil. Eigentlich müssten wir Geld farmen. Für den Rucksack. Wow, 50 Ausdauer ist ja richtig viel. Nicht. Okay, hier haben wir alles. Dann gehen wir jetzt nach Hause. Schurzi! Hast du deinen Sohn gefunden? Oh, schade. Los!
Kann mir jemand sagen, wie lang die Folge jetzt schon ist? Ich habe es ein bisschen verplant, aufzupassen. Deswegen, ich gehe jetzt Richtung Bett. Und dann machen wir für die Folge erstmal Schluss. Und gucken, ob wir noch eine Folge rausbekommen. Ich dachte, ich kriege aus der Demo vielleicht so 2 Folgen, aber... Ui, geht ja doch ein bisschen mehr, ne? Also, ihr Lieben. Ich gehe ins Bett. Träum hier noch. Yam Yam haben wir schon. Ich gehe ins Bett und sage Tschüssi. Wir sehen uns sehr gern in der nächsten Folge. Vielleicht kriegen wir dann endlich unsere Tierchen. Oh, ich wollte hier Schleim drauf machen. Wartet. Mach mal auf. Das machen wir. Oh. Die sind fertig zum Ernten. Ups, dann nicht. Okay. Sag tschüss. Bis zur nächsten Folge. Und danke fürs Zuschauen. Macht's gut.